Katakomben. Wir haben uns im Tal verlaufen. Von Alex und Darb keine Spur. Und ausgerechnet ich muss mit dieser blöden... Hast du was gesagt? Ah, nee. Nee? Nee. Nee. Clarissa, ich muss jetzt wirklich mal mit dir reden. Ich bringe das jetzt mal ganz orkisch auf den Punkt, ja? Kannst du, beschissene Elbin, dich mal aufhören, so arrogant zu verhalten? Das nervt. So, jetzt sag ich dir mal was. Ich, also ich. Ich bin eine graziöse, intelligente, anmutige und höchst attraktive Elbin. Und du, genau du, du bist einfach nur blöd und stinkst. So, und jetzt sag ich dir mal was. Wie wär's, wenn ich im Outplay einfach mal in dein Bett furze oder dir Inplay jetzt mal ganz doll einen auf die Fresse gebe? Und weißt du, was ich dann mache? Dann fress ich dich, du blöde kleine Elbin! Was ist das denn? Das ist meine Meinung. Hinter dir, du Halbchen. Hä? Ein Fenster? Inplay, das ist eine unsichtbare Wand. Outplay, wie hättest du sie denn dann sehen können? Halt's Maul. Ey, guck mal. Da ist doch hier Alex und Darb, oder? Boah, Alex, ich schwöre, ich glaube, wir hätten da hinten schon links gemusst, ey. Hab ich eigentlich schon gesagt. Keine Ahnung, Mann. Oh, guck mal. Da ist ja Clarissa und Fiona. Boah, wie sind denn die da hingekommen? Was winkt der denn da so blöd? Ich kann ihn gar nicht verstehen. Das ist ja auch kein Wunder. Du kannst ja auch schlechter hören als jedes normale Wesen. Ja, jetzt reicht's aber mal. Dann erzähl mir du doch mal mit deinen spitzen Ohren, was die denn da drüben erzählen. Ey, Mann. Also diese Fiona, das ist schon echt eine heiße Braut. Boah, weiß nicht, ne? Die ist so halb grün, halb Mensch. Stell mehr so auf Verschleierte mit brauner Haut. Ja, aber woher weißt du denn, dass die auch braun sind, wenn sie denn verschleiert sind? Also Alex, der hat gerade Dahab gefragt, ob man diese unsichtbare Wand mit genügend Stärkepunkten zerstören könnte. Und Dahab, der zählt gerade seine Stärkepunkte zusammen. Ach wirklich, das sagen sie. Hör mal zu jetzt, nur weil du so taube Ohren hast. Ey, sag mal, was soll das die ganze Zeit? Warum pumpst du mich die ganze Zeit so an? Okay, dann will ich dir das mal erklären. Du hast uns letztes Jahr verraten, bist uns in den Rücken gefallen, hast so einen komischen Bandkreis um uns gezaubert und hast uns angegriffen mehrmals. Ey, ganz ehrlich, das war doch letztes Jahr. Das ist doch schon Schnee von gestern. Du nennst dich Christin? Ich dachte, Christen vergeben. Warum kannst du denn nicht auch mal mir vergeben? Und woher soll ich wissen, dass du mir nicht schon wieder in den Rücken fällst? Schnick, schnack, schnuck. Wieder, ey. Guck mal. Aber pass mal auf. Worüber unterhalten sich die beiden? Ich kann sie nicht verstehen, aber ich denke mal, dass sie sich darüber unterhalten, wie sie durch die unsichtbare Wand klarkommen. Okay. Die sehen ein bisschen angespannt aus, ey. Ach, Quatsch. Ich glaube, die haben schon fast eine Lösung. Erbarmen, Clarissa. Sagt dir das etwa nichts? Ich zitiere mal Psalm 103. Wie sich der Vater über seine Kinder erbarmt. Ich bin aber kein Vater. Und ich zitiere Psalm 103. Er denkt an uns, dass wir Staub sind. Und mehr bist du auch nicht für mich. Staub. Ach so, Staub bin ich also für dich. Na dann. Ich werde dich zu Staub machen. Ich werde dich davonpusten, wie der Wind die Blume davonpustet. Darf, schau mal. Ich glaube, die wollen die Wand mit ihren Zaubern zerstören. Mit was für einem Zauber soll das denn funktionieren, ey? Oh. Geile Stuhl, ey. Oh mein Dahab, das ist der verschwundene Kaiserstuhl. Kaiserstuhl? So von Kaiser oder was? Ja, als der Kaiser verschwand, verschwand auch der Stuhl. Aber man sagt, er hat eine magische Wirkung. Ja, wenn das so ist, dann knie doch nieder, mein anthropischer Sportfreund. Ja, mein Kaiser! Alex, das war schon ein Spaß, ne? Wie ihr wünscht, mein Kaiser. Ach du Scheiße. Na schön, ich vergebe dir.
dass du so eine schlechte Magierin bist. Du kleine Ohrenfee! Bitte was? Klingensturz! Ah! Ah, Scheiße! Silencio. Fessel. Jetzt werde ich dich von deiner Rolle befreien, Fiona. Vorbei mit den Halborks bei diesem Abenteuer. Boah, geil, Alter. Mit diesem Stuhl kann ich echt alles befehlen, ey. Impuls! Der Hand ist klar bei dir. Yo. Was macht ihr hier? Ach nix, Sir. Wir haben nur überlegt, wie wir... Weißt, dieses unsichtbare Fenster, aber habt ihr ja schon geschafft. Und Alex, du kannst jetzt wieder ganz du selbst sein, ne? Okay, was habe ich gerade getan? Schlechtes Rollenspiel, Alex. Schwerter nimmt man nicht in den Mund. Boah, Mann, du blöde Kuh, ey. Du bist ja wieder freundlich wie immer. Ey, Leute, wisst ihr, was sie eigentlich gerade mit mir gemacht hat? Du hast ja wohl angefangen. Was? Leute, ihr habt gar keine Ahnung. Ich fühle mich gerade wie ein läufiger Rüde. Boah, Alex, läufige Rüden gibt's gar nicht. Du Anfänger. Leute, jetzt klatscht mir hier den Hutschen auf. Ich befehle euch allen, die Klappe zu halten. Na, geht doch. Und jetzt befehle ich euch, dass wir schön gesittet aus den Katakomben gehen. In Frieden und Harmonie. Und ich will auch keinen Streit haben. Habt ihr das verstanden? Ja, mein Kaiser. Na, so ist doch super. Wollen wir dann los? Ja, mein Kaiser! Moment. Eine Sache fällt mir da gerade noch ein. Da, möchtest du mal deinen Apfel haben? Ja, gerne. Warte mal. Mach mal wieder. Da. Hm? Ich hab noch Tic-Tac. Möchtest du Tic-Tac haben? Mhm. Hier. Danke. Und Wasser, das ist wirklich gut. Ja, ich muss mal was nachtrinken. Mehr. Danke, Leute. Wirklich sehr nett von euch.